Danke, Herr Präsident, verehrte Damen und Herren. Herr Schneider, es war eben eine etwas schäbige Nummer, die Sie hier abgezogen haben, mit Verlaub. Weil Sie haben die Vorgeschichte, dieser Übernachtungssteuer nur unvollständig zitiert, selektiv sozusagen, wie es Ihnen gerade zu Pass kam. Wenn Sie sich, ja, ich weiß, wenn Sie sich genauer erinnern, ging die Debatte jahrelang darum, wie kann man die einigermaßen erbärmlich finanzierte freie Szene dieser Stadt so ausstatten, dass sie im, Herr Schneider, hören Sie doch mal zu, bevor Sie herumkrakehlen, dass Sie im Zustande einer, wie es der seinerzeitige Kultursenator Christoph Stölze mal süffisant formulierte, auskömmlichen Armut leben kann. Die Damen und Herren aus diesem Bereich der Künste dachten nach und meinten, man müsse doch mal endlich diesen politischen Kannibalismus durchbrechen, nämlich, wenn der eine mehr Bedarf hat, müsse man das dem anderen wegnehmen. Und wir haben lange gesucht und überlegt, wie kriegt man das gelöst, dieses Problem, ohne auf solche kannibalistischen Thesen, Herr Schneider, die Sie gerne favorisieren, ja seit Jahren hier, zurückgreifen zu müssen und meinten, na gut, dann sorgen wir doch dafür, dass diejenigen, die etwas von unseren Angeboten haben, die wegen unserer Angebote in die Stadt kommen, doch einen ganz, ganz minimalen kleinen Beitrag leisten, zum Beispiel in Gestalt einer solchen Übernachtungsabgabe. Die kam dann auch. Und dann ging es in die Haushaltsberatung und da haben Sie recht. Von da an lief es, plötzlich griffen Sie und Ihre Koalitionäre zu und machten diesen Salto Mortale dreifach rückwärts und sagten, ja okay, wir stellen jetzt mal 25 Millionen ein und ihr kriegt das, was übrig bleibt. Und zum damaligen Zeitpunkt war das, Visionen kann man ja haben, aber einigermaßen verlässlich war es im Prinzip nichts. So, das war eigentlich die große Verklapse der damaligen Haushaltsberatung. Es ist so angekommen, jetzt machen Sie bitte aus dieser Lügennummer nicht noch eine Tugend. Was ist jetzt der Ist-Zustand? Der Ist-Zustand ist, und jetzt werden Sie sagen, habe ich ja schon immer gewusst, ich, Super Schneider, wusste das, da läuft jetzt ein bisschen mehr ein, da läuft jetzt ein kleines bisschen mehr ein, als seinerzeit prognostiziert wurde. Einigermaßen überschaubar war das seit September dieses Jahres. Da war es einigermaßen überschaubar. Da gab es regelmäßige Mitteilungen der Finanzverwaltung, Statusberichte, da gab es die Ist-Listen. Und es war klar, es wird in diesem Jahr etwas mehr als 25 Millionen Einnahme geben bei diesem Haushaltstitel 08901 im Einzelplan 29. Es wird etwas mehr geben und jetzt sollte man doch mal nachdenken. Er ist nun leider nicht da. Ich hätte jetzt gerne dem Kulturstaatssekretär etwas vorgelesen. Er liebt Vorlesen, habe ich neulich erfahren. Also lese ich es für Sie vor, das kommt damit dann ins Protokoll, kann er nachlesen, vielleicht kann es ihm seine Verwaltung vorlesen. Mehreinnahmen dürfen zu je einem Drittel für Mehrausgaben bei Kapitel 0310, Titel 6, 86, 27, Kapitel 015, Titel 6, 86, 27 und Kapitel 1320, Titel 68, 6, 27 verwendet werden. Spätestens zu dem Zeitpunkt hätten die Fachverwaltungen nachdenken müssen und sich tatsächlich mal in Bewegung setzen. Nachdenken müssen über Vergabekriterien, über Juryprinzipien, zum Beispiel im Kulturbereich. Sie hätten einfach ihre Arbeit machen müssen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Das ist nicht geschehen. Das ist nicht geschehen bei der Kulturverwaltung, das ist nicht geschehen bei der Sportverwaltung. Inzwischen ist Herr Satkowski auch raus, aber er kann vielleicht auch Protokolle lesen lassen. Das ist auch nicht geschehen in der Wirtschaftsverwaltung. Das heißt, dieser Supersenat, dieser Supersenat steht da, hat die Hände in den Taschen und guckt jetzt wie Hans Guck in die Luft nach oben und irgendwo ist ein Loch und das wird da wahrscheinlich reinfallen. Ich bin der Senatsfinanzverwaltung einigermaßen dankbar, dass sie mit den Füßen wieder auf den Teppich gekommen ist und hat gesagt, ja okay, das, was jetzt eingenommen ist, wir bilden hier mal einen übertragbaren Rest und schauen uns im nächsten Jahr an, wie wir damit umgehen. Voraussetzung dafür ist natürlich,
dass die jetzt nicht anwesenden Herrschaften endlich ihre Hausaufgaben machen. Und dazu fordere ich Sie auf, Herr Schneider. Und wenn Sie rhetorische Luft ablassen müssen, machen Sie es bitte in Ihrer eigenen Fraktion und sorgen Sie dafür, dass die Herrschaften ihre Arbeit machen, für die sie überteuer bezahlt werden. Vielen herzlichen Dank.